Herzlich willkommen auf der Frankfurter Buchmesse hier bei Random House und wir begrüßen ganz herzlich David Richard Precht und Harald Welzer. Wir diskutieren mit ihm über ihr Buch Die vierte Gewalt, das schon für sehr, 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 sehr viel Furore gesorgt hat. Wir freuen uns über ihr riesiges Interesse. Der Andrang ist groß, ganz toll. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Doris Schneink. Ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Stern und meine Kollegin Katrin Boldebuck, Gesellschaftsredakteurin. Wir sind also nicht Berliner Journalisten, um die es ja doch auch sehr stark in dem Buch geht. Wir gehören nicht der Parlamentsredaktion an, Kollegen, die wir sehr, sehr schätzen. Und natürlich ist uns bewusst, das ist kein ganz einfaches Gespräch heute. Wir haben natürlich sämtliche Interviews und Talkshows uns angesehen, durchgelesen. Sehr schnell wurde bei der Diskussion in das Muster verfallen von Vorwurf, von aggressiver Zurückweisung der Vorwürfe. Eine Branche wird kritisiert, der wir angehören, Journalismus. Sie wird, wie wir empfanden haben, doch auch sehr pauschal, sehr fundamental kritisiert. Und wir sind hier aber in einer WG-Küche. Wir sind hier nicht in einer Talkshow und wir versuchen es heute mit der gewaltfreien Kommunikation. Und ja, ich würde sehr gerne noch einmal von Ihnen wissen, Herr Precht und Herr Welzer, als die Reaktionen auf Ihr Buch kamen, wie Sie dann gekommen sind, wie sehr hat Sie das überrascht? Ich würde, bevor ich darauf antworte, ich kann es ganz kurz sagen, hat mich überhaupt nicht überrascht. Aber ich wollte gerne zu Ihrer Einführung was sagen. Also, warum beginnt man ein solches Gespräch mit, das wird kein einfaches Gespräch? Verstehe ich überhaupt nicht. Also, ich habe normalerweise relativ einfache Gespräche. Es war in dem Stern-Interview, also das Abgedruckte hieß es sogar, ein unangenehmes Gespräch. Ja, warum denn? Können Sie mir das sagen? Ja, ich habe für mich gesprochen. Es ist für mich kein einfaches Gespräch, weil ich merkte beim Lesen des Buches, wie schon mein Adrenalinspiegel ein wenig stieg, weil natürlich das eine sehr fundamentale Kritik ist. Ich bin jemand, der sagt, ja, auf jeden Fall haben Sie total recht mit Kritik am Journalismus, wie er ist in seiner jetzigen Verfasstheit. Ich kann, also es ist für mich, ich habe für mich gesprochen, es ist für mich kein einfaches Gespräch und ich glaube, es wäre naiv, was anderes aus meiner Perspektive zu sagen, denn ich habe ja die Interviews gelesen und vieles von diesen Interviews gefällt mir nicht. Ich finde das nicht gut, dass da doch sehr stark, dass ein sehr aggressiver Modus da quasi, in den dann alle verfallen sind. Ich finde das schlimm. Nein, aber das stimmt ja nicht. Es sind ja nicht alle in den aggressiven Modus verfallen. Also wir zum Beispiel nicht. Und ich möchte Ihnen einfach ein Beispiel sagen. Unser Institut in Flensburg ist vor kurzem evaluiert worden. Ja? Da kommen externe Leute aus unterschiedlichen Fächern, aus unterschiedlichen Funktionen und gucken sich an, was wir an diesem Institut machen. Und vieles von dem, was wir da machen, finden die gut. Und vieles von dem finden sie auch nicht so gut. Und das, was die nicht gut finden, finden wir nicht so gut, dass sie es nicht so gut finden. Aber was macht man denn damit? Die Hinweise, die dort gegeben werden, sind doch ernst zu nehmen. Und das ist doch keine Frage von der WG oder von irgendwelcher persönlichen Beleidigtheit unter erwachsenen Menschen, die professionell arbeiten. Deshalb verstehe ich sozusagen die ganze Lagerung der Diskussion überhaupt nicht. Also ich ergänze vielleicht nochmal. Sie sagen fundamentale Kritik. Wir haben kein Buch gegen die Medien geschrieben, kein Buch gegen den Journalismus oder die Journalisten, sondern wir haben uns angeschaut, wie politische Journalisten in den Leitmedien in den letzten 10 Jahren und ein bisschen erweitert auch davor in Krisenzeiten kommentiert haben und Berichterstattung gemacht haben. Das ist das Thema des Buches. Und das ist an sich erstmal schon mal gar nicht fundamental. Und wir haben auch nicht gesagt, die haben alles falsch gemacht, sondern wir haben versucht herauszukriegen, was sind quasi aus der Vogelperspektive erkennbare Muster. Manche Muster, die sind gleich und andere Muster sind jetzt beim Ukraine-Krieg zum Beispiel ganz anders als in der Corona-Pandemie. Und das zu untersuchen und zu erklären, wie solche Muster entstehen, das ist das Thema dieses Buches. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, dass Menschen, die A, keine politischen Journalisten sind und B, gute Arbeit gemacht haben,
sich in irgendeiner Form das Gefühl haben, hier würde fundamentale Kritik geübt. Ja, auf dem Cover steht die vierte Gewalt, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Und das hatte ich schon eher so aufgefasst, dass doch die gesamte Branche damit gemeint ist und war dann erstaunt, dass es doch eine relativ enge Perspektive ist. Denn wenn man auswertet, was geschrieben wurde während der Corona-Zeit zur Ukraine, ist das ja wesentlich mehr als das, was die Leitartikler geschrieben haben. Also wir haben da ja eine ganz umfassende Produktion an journalistischen Tätigkeiten, die jetzt sich nicht so über einen Kamm scheren lassen. Also das tun wir ja auch nicht, ne? Also wenn eins nicht gemacht wird, es wird nicht über einen Kamm geschert, sondern es werden bestimmte Tendenzen markiert. Der Begriff vierte Gewalt ist ein sehr positiver Begriff. Er stammt von dem Presserechner Martin Löffler in der bundesrepublikanischen Tradition jedenfalls und war eine aktive Zuschreibung, dass die Medien diese Funktion übernehmen sollten, und das bedeutet Kontrollfunktion. Und bei uns, wir stellen uns die Frage, haben die Medien im Sinne dessen, was eine gute Kontrollfunktion wäre, ihre Arbeit getan oder nicht? Und da stellen wir einiges fest, was wir als Tendenzen sehen, die sich verstärkt haben in den letzten 10 Jahren und wo wir nicht wollen, dass das so weitergeht. Das ist zum Beispiel die Frage, wo hört Journalismus auf und wo beginnt Aktivismus? Also wann ist der politische Journalist zu sehr ein Akteur in einem politischen Geschehen? Oder ist das richtig, wenn in einer solchen dramatischen historischen Situation, wie wir uns befinden gerade, wenn wir einen Kanzler haben, der in entscheidenden Fragen zögert, ursprünglich bei der Waffenlieferungsfrage, jetzt bei der Frage, ob man Leopardpanzer liefern soll, eine sehr große Zahl von Journalisten, sicher nicht alle, aber eine sehr große Zahl, einen erheblichen täglichen Druck ausübt, eine ganz bestimmte Entscheidung zu fällen. Und da stelle ich mir die Frage, ist das die Aufgabe der vierten Gewalt, den Kanzler zu nötigen, eine bestimmte Entscheidung zu fällen? Oder geht man hier von der Kontrollfunktion in einen zu starken Aktivismus über? So, wenn ich eine solche Kritik äußere und Harald auch, dann ist das ja keine Beschimpfung des Journalismus, sondern dann ist die Frage, wie muss sich Qualitätsjournalismus verhalten, um künftig Qualitätsjournalismus zu bleiben? Und das ist ja das Anliegen, was wir haben, weil wir finden, wir haben ein tolles öffentlich-rechtliches Fernsehen. Das gibt es in sehr, sehr wenigen Ländern der Welt etwas Vergleichbares. Wir haben eine sehr breite Qualitätszeitungslandschaft, das ist gut. Aber natürlich muss man mit dem, was Harald gerade gesagt hat, als Beispiel von seinem Institut, natürlich muss man auch immer wieder als Supervisor oder als Consultant da drauf gucken und sagen, was läuft gut und was läuft möglicherweise nicht so gut und woran könnte das liegen? Und das ist der Grund, warum wir das Buch geschrieben haben. Hat Sie das denn überrascht, die Reaktion? Also hatten Sie was anderes erwartet? Wir hätten, wenn ich mal das aus meiner Sicht sagen darf, eine etwas größere Souveränität derjenigen erwartet, die sich da angesprochen gefühlt haben. Und insofern sind wir natürlich naiv gewesen, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass die sozusagen die Reflexion des Motivs, weshalb wir dieses Buch geschrieben haben, unter anderem deswegen, weil wir aus der Umfrageforschung wissen, dass das Medienvertrauen sinkt, finde ich einen wichtigen Gesichtspunkt, sich darüber Gedanken zu machen, was die Gründe dafür sind. Ja? Und wenn man da einen Vorschlag macht, zu interpretieren, was die Prozesse und Mechanismen gewesen sind, weshalb das Medienvertrauen sinkt, dann sollte man darüber ja souverän diskutieren können. Ja. Das ist ja doch interessant. Und diese Unsouveränität der ersten breiten Reaktion, mittlerweile beginnt es sich ja etwas zu differenzieren, die fand ich schon ein bisschen überraschend, weil das muss man ja nicht. Wenn ich da gleich nachhaken darf, wie erklären Sie sich das? Also wenn Sie sagen, diese Art von Reaktion haben Sie nicht erwartet, aber jetzt ist diese Reaktion in Teilen so eingetreten. Wie wäre Ihre Interpretation davon dann? Naja, Abwehr. Das ist einfach eine ziemlich, wie soll man sagen, ziemlich überraschende Form der Abwehr. Verbunden übrigens dann auch mit entsprechenden Diskreditierungen, Begrifflichkeiten und so weiter, die ich finde, nicht in einen aufgeklärten Diskurs gehören. Ich finde diese Reaktion überhaupt nicht überraschend. Ich bin Wissenschaftsredakteurin und man weiß ja, bei einem Angriff läuft eine biologische Reaktion ab, die versucht,
das Überleben zu garantieren, das ist Flucht oder Kampf. Und Sie haben natürlich diese maximale Stressreaktion ausgelöst, weil Sie Sätze formulieren wie, es handle sich um eine konzertierte Aktion zur Übernahme von Regierungsnarrativen. Dass das die Kollegen in Berlin in einen richtigen Stress versetzt, wo sie wirklich bei einer solchen Attacke in den Angriffsmodus gehen, das kann Sie nicht überraschen. Und deswegen finde ich auch, dass Sie da wirklich viel zu undifferenziert an die Arbeit der Berliner Kollegen herangingen. Sie sind Sozialpsychologe, Herr Welzer. Ja. Wir schätzen Ihre Arbeit so sehr, die Sie getätigt haben über die Studien, wie aus Menschen Massenmörder werden, wo Sie zuhören und analysieren. Ich finde nicht, oder mein Eindruck ist nicht, dass Sie den Berliner Parlamentskollegen zugehört haben, sondern Sie haben ihnen massive Unterstellungen gemacht. Und naja, darf ich dazu was sagen? Natürlich. Ich sehe das völlig anders. Ich sehe das völlig anders. Und zwar, weil wir zum Beispiel in der wissenschaftlichen Community Diskurse und Streits haben um die Sache, wo man zu Recht sagen kann, oh, da greift jemand meine Position an. Oh, da greift jemand meine theoretischen Grundlagen an. Aber da kommt man doch nicht auf die Idee, ein ganzes Fach aufzustellen gegen Leute, die so etwas sagen. Und nochmal dazu, mein Punkt, worüber ich überrascht war, war ja nicht irgendeine Einzelheit, eine Empörung. Meine Überraschung geht auf die Unsouveränität zu. Das heißt, wenn jemand so unsouverän oder eine ganze Gruppe so unsouverän reagiert, dann würde ich sagen, psychologisch betrachtet, da muss etwas wehgetan haben, oder? Ja, da hat etwas wehgetan. Ich glaube, jeder Kollege kann wunderbar damit umgehen, wenn Kritik geäußert wird, die gut begründet ist. Aber es ist im Tonfall doch oft auch sehr polemisch. Es ist sehr verallgemeinernd. Ich vermisse als Wissenschaftsredakteurin auch einen Fußnotenapparat. Wie bitte? Wo haben Sie den denn nicht gesehen? Doch, da sind Fußnoten drin, aber an vielen Stellen hätte ich Fußnoten mir gewünscht. Ich glaube, es sind 280 Fußnoten auf 280 Seiten. Also, ja, aber also mehr da wäre eine Habilitation. Aber das sind Endnoten. Vielleicht sind Sie bis zum Ende nicht gekommen. Doch, ich habe das Buch bis zum Ende gelesen. Dankeschön. Ja. Das hat einen riesigen Apparat. Naja, riesig. Es hat einen Fußnotenapparat und dennoch hätte ich an einigen Stellen mir Erklärungen oder Quellen gewünscht. Aber wissen Sie, so zu argumentieren, bringt doch überhaupt nichts. Also erstmal, weil es gar kein Argument ist. Also zu sagen, da sind zu wenig Fußnoten drin, ist ja überhaupt kein Argument. Was ist das Kriterium? Ab wie viel Fußnoten wäre Ihr Bedarf gedeckt gewesen? Ich rede von gut begründeten Argumenten. Ja, und gut begründete Argumente können Sie auch sagen. Sie machen sozusagen Unterstellungen in der Frage, dass unsere Argumente nicht gut begründet seien. Aber dann lassen Sie uns doch mal über die Punkte reden, die wir genannt haben. Worauf führen Sie es denn zurück, dass das Medienvertrauen sinkt? Worauf führen Sie es zurück? Beispielsweise, dass jüngere Kolleginnen und Kollegen, sagen wir mal zwischen 30 und 50, aus den Kulturwissenschaften im weitesten Sinne, sehr wenig vorkommen im öffentlichen Diskurs. Wir liefern eine Begründung dafür. Weil wenn man sich vorwagt, in dieser Form, wie die Medienlandschaft sich entwickelt hat, dann ist es ausgesprochen schlecht für alles das, was man künftig machen will. Sei es, man ist Autorin und fürchtet darum, dass man sein Einkommen, was sich über Lesungen generiert, sehr einschränkt oder man das verliert, weil man öffentlich gedisst und diffamiert worden ist. Junge Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft werden sich 13 Mal überlegen, wenn sie noch einen Ruf haben wollen und eine Karriere machen wollen, sich in der heutigen Landschaft so aus dem Fenster zu lehnen, wie wir das getan haben. Und das sind ja alles Punkte, die kann man doch nicht mit dem Verweis auf nicht vorhandene Fußnoten abbürsten. Das ist doch Unfug. Das ist jetzt auch sehr polemisch von Ihnen, Herr Welzer. Ich möchte das ergänzen. Was ich vermisse, und das war ein Grund, weshalb wir das Buch geschrieben haben, ist eine ernsthafte Auseinandersetzung über gesellschaftliche Entwicklungsprozesse in offenen Krisensituationen. Und es ist für eine Demokratie essentiell, dass man so viele Meinungen, sofern sie sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegen, so viele Meinungen zusammensammelt, um ein Bild davon zu kriegen, was möglicherweise Gesellschaft und Politik für einen Weg gehen müssen in einer offenen Krisensituation. Und wir haben eine Situation, wo diese Form des Intervenierens, selbst wenn es von Kollegen wie Jürgen Habermas oder Alexander Kluge gemacht wird, abgewehrt wird und damit wird der Diskurs ungut eingegrenzt. Also, lassen Sie uns doch darüber mal reden. Ja, bitte. Ich nehme wahr, dass dieser Diskurs
durchaus stattfindet. Wir haben Montagsdemonstrationen, wo Menschen ihren Unmut und ihre Kritik an dieser Regierung Luft machen. Die stark umstrittene Gasumlage musste einkassiert werden, auch aufgrund des öffentlichen Diskurses und der unterschiedlichen Meinungen dazu. Es ist nicht so, als seien die unterschiedlichen Haltungen zu den Waffenlieferungen würden sie nicht diskutiert in Deutschland. Im Gegenteil, wir diskutieren seit Monaten über nichts anderes, in welcher Form und wie wir die Ukraine unterstützen. Malen Sie Ihr Bild von der vermeintlichen Übernahme eines Regierungsnarrativs da nicht viel zu düster? Und ich möchte da gerne noch eine Leserin anfügen, die uns geschrieben hat. Sie sagt, nach dem Interview, das bei uns im Stern war, ich bin ein großer Fan von Richard David Precht. Frech, das ist ein freudscher Versprecher. Aber seine Medienschelte hat sich mir nicht erschlossen. Ich bin mündige Leserin und bilde mir meine Meinung aus unterschiedlichen Medien. Die lassen nichts aus. Unterschätzen Sie vielleicht die Öffentlichkeit? Also, den Ball würde ich gerne einfach zurückgeben, weil wir haben ein sehr positives Bild der Bürgerinnen und Bürger, auch hinsichtlich ihrer Aufgeklärtheit, ihres Bildungsniveaus, ihrer Bereitschaft, unterschiedliche Positionen zur Kenntnis zu nehmen und gegeneinander abzuwägen. Also insofern, sonst würde dieses Buch ja auch nicht so wahrgenommen werden. Es kaufen ja nicht nur Journalistinnen und Journalisten und lesen es nicht nur, sondern anscheinend sehr, sehr viele andere Menschen. Und die scheinen das für wichtig zu halten, dass dieses Thema in unserer Öffentlichkeit diskutiert wird. Ich würde gerne noch mal versuchen, einen anderen Gedanken hier reinzubringen in diese Diskussion oder auch noch mal einen anderen Blick darauf. Also ich glaube, Sie haben, und das hat ja die Reaktion gezeigt, Sie haben sicherlich Punkte erwischt und Sie haben schmerzhafte Stellen gestreift. Also wenn Sie darüber nachdenken, wie spielt Eitelkeit in bestimmten, die Tatsache, dass Journalisten Zugänge zu Eliten haben und sich dann Teil von Elite fühlen, es aber nicht sind, weil sie nicht gewählt sind oder nicht bevollmächtigt sind. Das ist sicherlich etwas, worüber man nachdenken kann. Die Frage, und das haben Sie gut skizziert, unter welchen ökonomischen Zwängen wir sind. Ich hätte mir gewünscht, dass es differenzierter wäre, weil ich glaube, dass in der Öffentlichkeit häufig nicht klar ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert wird durch unsere Beiträge, dass wir aber zum Beispiel bei den Printmedien in einer anderen Situation sind. Das würde ich gut finden, wenn wir das in der Diskussion um das Verständnis, welche ökonomischen Zwänge wir vor uns sehen und wie wir damit klug reagieren können. Und dann würde ich auch gerne noch mal über den Politikbegriff reden, weil die Frage ist, findet Politik denn nur ausschließlich in der Hauptstadt statt, in Berlin, im Regierungsflieger, oder geht es nicht auch darum, dass Politik auch auf anderen Kanälen diskutiert wird? Und da sind ja auch in den privaten Medien Talkshows gewesen zum Beispiel, wo sehr wohl darüber gestritten wurde, können und wollen wir das noch machen, wollen wir die Ukraine noch unterstützen, wenn für uns die Energiepreise so hoch gehen? Also zunächst mal die Differenzierung zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der gebührenfinanziert ist, und den Medien wie der Stern, die darauf angewiesen sind, Gewinne zu machen, weil sie sonst nicht existieren, findet in einem ganzen Kapitel ausführlich statt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat auch auf das Buch bisher sehr souverän reagiert. Tatsächlich ist die unsouveräne Reaktion in erster Linie eine Reaktion der überregionalen Printmedien. Die haben extrem unsouverän reagiert, und um die Frage von vorhin aufzugreifen, wenn ich als FAZ-Journalist selber in dem Buch vorkomme, weil ich eine Eselei begangen habe, also quasi mich als Angeklagter fühle, mich dann anschließend auf den Richterstuhl zu setzen und das Buch zu beurteilen, ist der Inbegriff von unprofessionellem Verhalten. Ich hätte an dieser Stelle, wenn ich jetzt Redakteur bei so einer Zeitung wäre, einen Medienwissenschaftler an das Buch drangesetzt, einen Politologen, einen Kommunikationswissenschaftler, aber doch nicht selber Partei ergriffen als jemand, der selber betroffen ist. Deswegen ist diese Reaktion, die wir vorhin hatten, als Sie sagten, dann beißt man oder was weiß ich was. Nein, man arbeitet in einem Qualitätsmedium. Man ist nicht im Wirtshaus, wo man dann direkt seine Emotionen wiedergibt. Dann rotzt man nicht irgendwas raus, ja, sondern dann geht man hin und denkt, ich will meiner Zeitung doch keinen Schaden zufügen dadurch, dass ich jetzt meine persönliche Beleidigtheit nach außen stelle. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man sagt, oh mein Gott, hier, mehr Selbstkontrolle, mehr Selbstreflexion, mehr Transparenz, das sind die Dinge, die wir einfordern. Worauf wir hier hinaus wollen, das ist die Kernthese.
Eine der wichtigsten Thesen des Buches ist ja zu sagen, die Leitmedien haben verstärkt Elemente der Direktmedien, vor allem von Twitter, aufgenommen. Und zwar die Erregungsdynamik und die Personalisierung. Wir haben ja ein Buch geschrieben, um einen wohlmeinenden Streit auszutragen zur Verbesserung der Qualitätsmedien. Wir haben in diesem Buch zwar ein paar Beispiele, ein paar Namen genannt, weil man kann das Buch nicht komplett schreiben, ohne Beispiele zu nennen. Wir haben aber niemanden persönlich attackiert, diffamiert oder gesagt haben, das ist ein totaler Schwachmat. Und dann so darauf zu reagieren, als wäre man im Wirtshaus, oh, ich bin persönlich beleidigt und das sind Arschlöcher und was weiß ich was. Total unprofessionell. Und das zeigt, wie sehr wir A, ins Schwarze getroffen haben und B, wie ernst die Zustände sind, die wir hier beklagen. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass nach dem ersten Wutablassen anschließend die Situation eintritt, dass wir wirklich darüber diskutieren, um was es geht. Und im Hinblick auf die Leitmedien. Mir ist schon klar, die Printmedien stehen in einem aufmerksamkeitsökonomischen Überlebenskampf und das schon seit längerer Zeit. Und die Situation wird von uns genau analysiert, übrigens mit viel Sympathie, ja, für Blätter wie den Stern und wie den Spiegel und die FAZ und so weiter. Die soll es ja weiterhin geben. Aber ich habe vor 13 Jahren die Münchner Medientage eröffnet. Damals haben alle gejubelt, 2000 Leute, und habe gesagt, wenn jetzt die Direktmedien kommen, wird das Wichtigste sein, dass die Qualitätsmedien sich auf das besinnen, was Qualität wirklich ist und sich damit nicht gemein machen. Jetzt war ich wieder auf den Münchner Medientagen 13 Jahre später, deswegen erinnere ich mich daran und muss mich erinnern, mein Gott, ist die Zeit vergangen. Wie viele Elemente, Erregungswellen reiten, personalisieren, direkt angreifen, finden wir inzwischen in den Leitmedien. Und unser Plädoyer ist, macht das nicht, weil ihr verliert das Vertrauen der Leute. Ihr generiert kurzfristige Aufmerksamkeit, aber langfristig verspielt ihr den Kredit, weil ihr euch genauso benehmt, wie man sich auf Twitter benimmt. Wir wollen doch, dass diese Qualitätsmedien auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Wir haben Angst vor amerikanischen Verhältnissen, wo diese Qualitätsmedien rausgekürzt sind. Und dafür haben wir das Buch geschrieben und doch nicht, um Streit zu suchen. Ja, ich würde ganz gerne eine Sache kurz dazu sagen, dass das eine ganz große Gefahr ist, diese extreme Polarisierung und Personalisierung in den sozialen Medien, dass die Eingang finden, dass dadurch eine Debattenkultur verkürzt wird. Absolut d'accord. Andererseits gehört Personalisierung, ist ja nicht neu in den Medien, das haben wir immer gemacht. Und wie bei jedem Handwerk würde ich sagen, man kann die Dinge gut machen, man kann sie schlecht machen. Ich würde nicht sagen, dass eine Personalisierung einer Debatte grundsätzlich schlecht ist, grundsätzlich nicht transportieren kann, was transportiert werden muss, sondern es gibt... Also da gibt es ja auch handwerkliche Vorgehensweisen und Techniken. Und wie gesagt, die kann man gut und die kann man schlecht machen. Und vielleicht auch noch zu dieser Frage, wer darf sich wehren oder muss der Medienwissenschaftler reingeholt werden? Also ich glaube, wir leben ja seit Jahrzehnten immer wieder auch mit Medienkritik, mit Medienskandalen. Haben Sie auch mal sehr gut aufgearbeitet, vielleicht gelingt es nicht immer so gut, aber es ist ja nicht so, als seien Journalisten nicht in der Lage, mit Kritik umzugehen. Also da naja, Sie haben jetzt ein eindrucksvolles Beispiel gelesen, dass einige in der Lage waren, aber dass einige überhaupt nicht in der Lage waren. Das haben wir nun jetzt gerade sehr, sehr eindrucksvoll gesehen. Ja. Und ich will den Begriff Personalisierung konkretisieren. Natürlich personalisiert man bestimmte Dinge. Wenn der Bundeskanzler irgendwas gemacht hat, geht es um den Bundeskanzler. Hier geht es aber um was anderes. Hier überbringt einer eine schlechte Nachricht. Ja, eine schlechte Nachricht und sagt, pass mal auf, ihr vieles, was ihr da gemacht habt, da müsst ihr transparenter sein, so geht das wahrscheinlich nicht. So, was ist die erste Reaktion? Man erlebt eine kognitive Dissonanz. Das heißt, das Selbstbild und das Bild, was einem zugespiegelt wird, passt nicht mehr zusammen. Was machen Leute im Regelfall, wenn sie kognitive Dissonanzen haben? Sie verunglimpfen den Überbringer der Nachricht. Und genau das ist passiert. Und das ist zu unsouverän für den Qualitätsanspruch unserer Medien. Ich würde auch gerne noch was zu der Personalisierung sagen. Also erstens den Punkt noch mal wiederholen. Personalisierung bedeutet nicht, dass man keine Namen nennt oder Personen benennt. Personalisierung bedeutet, dass ich keine inhaltliche Diskussion führe, sondern meine Auseinandersetzung an der Person derjenigen, die sich geäußert haben, festmachen. Das ist direkt von Twitter übernommen. Twitter ist ein Haltungsmedium, ein Medium, um Haltungen zum Ausdruck zu bringen. Bevor man etwas verstanden hat, hat man schon eine Haltung. Und diese Haltung richtet sich darauf, ist Precht oder Wälzer scheiße oder ist er gut? Ist so wie beim Fußball. So. Und so etwas ist ja Qualitätsmedien total unangemessen. Und
auf Ihren Einwand, das habe es schon immer gegeben. Exakt nein. Wir sprechen in dem Buch über die Walser-Debatte, wir sprechen über Günter Grass, wir sprechen über den Historikerstreit, Dinge, die vor 20, 30 Jahren sich in dieser Republik ereignet haben, große Auseinandersetzungen nach sich gezogen haben. Ich möchte mal irgendwo ein Beispiel dafür sehen, dass Herr Walser oder Herr Grass oder andere Beteiligte persönlich als Personen, wie sie aussehen, wie sie sich artikulieren, ob sie Clowns sind oder sonst was, in dieser Weise attribuiert worden sind. Das habe ich überhaupt nicht mit Personalisierung gemeint. Ich meine damit etwas ganz anderes. Das werden Sie nicht finden, aber das meinen wir. Und das ist doch unheilvoll. Ich komme nochmal auf den Punkt zurück. Wer möchte sich das denn reinziehen? Wer möchte denn sich öffentlich einbringen als Bürgerin oder Bürger? Das ist der emphatisch entscheidende Punkt. Unsere Gesellschaft lebt von der Auseinandersetzung, vom wohlmeinenden Streit. Wenn Sie eine Situation schaffen, in der Menschen es vorziehen, an diesem Streit nicht teilzunehmen, weil sie keine Lust haben, dass diese Jauche über sie ausgegossen wird, dann ist das etwas, wo ihre Funktion verfehlt ist. Ich möchte dazu noch einen Punkt addieren, der kommt in der öffentlichen Diskussion niemals vor. Aber wir haben durch die sozialen Medien eine Gruppe von Menschen in diesem Land, die dauererregt sind, die, wie wir seit Ida Oberstein wissen, mordbereit sind. Wenn Sie in den Medien die Verantwortung nicht sehen, dass Sie durch Ihre Form, mit Menschen umzugehen, denen Vorschub leisten, die sich dadurch legitimiert fühlen. Na, wir kriegen ja alle Morddrohungen, entschuldige bitte. Ja? Das ist nicht trivial. Und auch die Beteiligten, die die offenen Briefe oder die Appelle unterschrieben haben, sind konfrontiert mit solchen Dingen. Und da erwarte ich von einer Medienlandschaft, von Medienakteuren in einer Demokratie, dass das nicht dem auch noch Vorschub geleistet wird, sondern dass man diese Gefahr wirklich mal sieht. Und das trägt dann einfach ein verantwortungsvolles Verhalten zu der demokratischen Debattenkultur bei. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da würde ich einfach Selbstreflexion erwarten und nicht irgendwie Abwehr und die Wiederholung des Immergleichen. Also wir merken ja A, an dem Publikum und B, an unserer Runde hier, wir haben ein Thema, wir haben auch eine echte ich teile Ihren Appell an unseren Auftrag. Wir sitzen hier in einer Küche und ich würde gerne aus dieser WG-Küche rausgehen, konstruktiv, und zwar mit der Frage, wir werden das Internet, wir werden Twitter und alles, was es da gibt, das werden wir ja nicht mehr abschalten können. Aber wie kommen wir aus dieser Erregungsspirale, die Sie da skizzieren, wie kommen wir da konstruktiv raus? Wie gehen wir so damit um, dass wir auch die anderen, die darauf anspringen, bei der Stange halten und wieder in den Diskurs mit uns bekommen? Ja. Also ich finde diese Frage gut und wichtig, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Gegenwart, sondern vor allem auf die Zukunft. Genau. Wir leben in einer Zeit permanenter Krisen und permanenter Aufregung. Zunächst mal der real vorhandenen Krisen, damit verbunden der enormen Erregung. Ja, das war bei all diesen Krisen, sogenannte Migrationskrise, Corona-Krise, Krieg und so weiter, ist das. Ne? Also ganz heftige Auseinandersetzung, meistens mit einer digitalen Ethik ausgetragen. Also einer Ethik, die nur Einsen und Nullen kennt, nur richtig und falsch, nur schwarz und weiß, die ganzen Grautöne oft zu verlieren scheint. Und das ist eben das, was wir von Twitter kommen. Und die einzige stabile Erwartung, die wir an die Zukunft haben können, die besteht nicht darin, dass die Krisen aufhören. Die besteht darin, dass wir resilienter werden, mit vielen Krisen, die noch kommen werden, umzugehen. Und die Frage ist, wie macht man das? Wie wird man sozusagen stabiler und fliegt nicht als Gesellschaft auseinander? Und das Wichtigste, was man dazu sagen kann, ist das Runterdimmen von Emotionen und das Zeigen der verschiedenen Schattierungen von Grau, das Stehenlassen von anderen Meinungen, ohne die Person deswegen diffamieren zu müssen. Und hier müssen unsere Leitmedien allesamt vorbildlich sein. Wenn sie das nicht sind und die Erregungswellen, die im Internet kursieren, verstärken oder aufgreifen oder wie manche Medien sogar hingehen und Shitstorms als Nachrichten bringen, wir bringen da Beispiele für, dann werden sie mehr und mehr zur Erregung beitragen. Und wenn sie mehr und mehr zur Erregung beitragen, dann fliegt uns diese wunderbare Gesellschaft der Bundesrepublik auseinander. Und das ist eine tief empfundene Sorge. Und ich kann nur daran appellieren, das unbedingt zu beherzigen. Man hat als Medium ein privatwirtschaftliches Interesse, aber man hat auch eine Art staatsbürgerlichen Auftrag. Und der kann nicht darin bestehen, dieses Land durch Erregung weiter zu speisen, sondern so weit es geht, Erregung zu dimmen. Ich glaube, Sie, ja,
Also ich würde das gerne insofern unterstützen. Also ich glaube nicht, dass die Leitmedien das alleine bewältigen können. Nein, oder das schaffen. Ja, das ist so, da bürden sie da einer Branche etwas Nein. auf, wo ich denke, wow. Sie sollen einfach Teil der Lösung sein. Sie zitieren sehr häufig Dann und ich schätze ja ihn auch sehr. Das ist doch schon mal gut. Den Medienwissenschaftler Perksen, und der sagt, Mensch, wir brauchen eigentlich einfach, um diesen Desinformationsmüll, mit dem wir alle konfrontiert sind, in den sozialen Medien und wo auch immer, da brauchen wir eigentlich auch eine Medienbildung und eine stärkere Auseinandersetzung in den Schulen, dass das Wissen darum, welchen Informationsströmen bin ich da eigentlich ausgesetzt, wie finde ich Quellen, wie kann ich verifizieren, dass das wirklich eingeübt und antrainiert wird. Also das brauchen wir. Ich fand das einen ganz tollen und konstruktiven Vorschlag von Herrn Perksen, dass wir uns wirklich da als gesellschaftliche Aufgabe drum kümmern. Die Jugendlichen sind wahnsinnig interessiert an diesem Diskurs. Was ist echt, was ist falsch, was ist eine belastbare Information? Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge zu tun. Also darf ich dazu noch mal was sagen aus einem anderen Bereich? Ich bin ja sozusagen hauptberuflich eher im Bereich von Klimawissenschaft, Nachhaltigkeit und so weiter unterwegs. Und die Diskussionen, die man dazu öffentlich führt, führen regelmäßig dazu, dass jemand dann sagt, ja, das ist alles richtig, was Sie sagen, aber wir haben da Defizite in der Bildung. Wie bringen wir das denn jetzt den Kindern bei? Und das ist die typische Ausweichbewegung. Mir reicht es immer völlig, wenn diejenigen, die professionell Verantwortung tragen, wenn die sich das beibringen, bevor man darüber nachdenkt, wie bringt man es anderen bei, wäre es schon total produktiv, man brächte es sich selber bei. Ich glaube, die Diskussion hat gezeigt, dass wir das Gespräch nicht abreißen lassen dürfen. Und ich wünsche uns das allen und Ihnen, dass wir weiterhin konstruktiv miteinander streiten. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie alle hier waren. Und ich hoffe, dass Sie weiter lesen und kritisch Medien beobachten.